Die 15-köpfige Jury hat entschieden und die Wahl fällt auf sie. Theresa Treuheit kann mit ihrer herzlichen Art überzeugen. Alle Anspannung ist weg, als endlich die erlösenden Worte kommen. Für die nächsten 2 Jahre die Theresa, das Nürnberger Gesetz. Für die kommenden 2 Jahre wird sie Nürnberg als Christkind repräsentieren. Die eigene Einschätzung nach dem Juryauftritt, goldrichtig. Ich habe gedacht, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe wirklich alles gezeigt, was ich hatte oder halt mich selbst dargestellt quasi und einfach gehofft, dass es dieses Mal klappt. Im Vorfeld hatten sich mehr als 40 junge Frauen zwischen 16 und 19 Jahren für das Amt beworben. Am Ende bleiben 6 Kandidatinnen übrig und die werden in Einzelinterviews geprüft. Das Wichtigste dabei natürlich der Prolog. Ihr Herren und Frauen, die ihr einst Kinder wart, ihr Kleinen am Beginn der Lebensfahrt, ein jeder, der sich heute freut und morgen wieder plagt. Theresa bleibt cool, das kann aber auch an der Erfahrung liegen. Hatte sie sich doch schon vor 2 Jahren beworben. Da hat aber eine andere das Rennen gemacht, Franziska Handke. Für die Nachfolgerin hat die einen wichtigen Tipp auf Lager. Handy abends auch mal unbedingt wegtun und Facebook einfach mal nicht beachten. Statt Facebook heißt es jetzt Wunschzettel lesen. Und auch die Partys sind für die nächsten Wochen gestrichen. Richtig durchatmen kann Theresa dann an Heiligabend. Da sind die meisten Termine vorbei und auch der Christkindlesmarkt schließt seine Pforten bis zum nächsten Jahr.